Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder ein richtig geniales Thema für euch, was eigentlich schon länger bekannt ist, dachte ich, aber es gibt immer wieder Leute, die nichts davon wissen, denn es geht mal wieder ums Go Plus, das offizielle Produkt von Niantic oder Pokémon Go, der Company, wie auch immer, womit ihr eben Pokestops drehen könnt auf Knopfdruck, womit ihr Pokémon fangen könnt auf Knopfdruck und vielen reicht das ja nicht. Die haben dann zum Gotcha gegriffen, was aber kein lizenziertes Produkt ist, weil das Gotcha ja automatisch drehen und fangen kann. Nebenbei ist auch ein Vorteil, dass das keine Batterien verschlingt, weil das ja alles über USB aufladbar ist und so weiter. Mittlerweile gibt es auch noch ein neues Go Plus, glaube ich, Armband. Dann gibt es diesen Pokéball Plus irgendwas. Das ist alles an mir vorbeigegangen. Ich habe seit Anfang an ein Go Plus. Immer wenn es kaputt war, habe ich mir ein neues bestellt, habe das dann wieder zurückgeschickt, das alte, und gesagt, das neue geht nicht. Also das Spaß natürlich, das sind so kleine Gaunertricks. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall geht es ja darum, viele haben gesagt, sie möchten das natürlich auch, dass es automatisch fängt oder automatisch dreht und kamen auf die irrwitzigsten Ideen von wegen, ihr müsst das aufmachen, ihr müsst die Kontakte miteinander verlöten, damit ihr nicht mehr den Knopf drücken müsst, dass das immer automatisch alles dreht, alles fängt, alles macht. Wo ich mir denke, ich würde niemals mich an der Technik vergreifen, weil ich davon überhaupt gar keine Ahnung habe. Außerdem kann ich mir das auch nicht vorstellen. Wie macht ihr das denn an, wenn das sowieso eigentlich immer an ist und verbraucht das dann nicht noch mehr Batterien als davor? Keine Ahnung. Aber jetzt natürlich nochmal eine ganz einfache Methode. Wer es noch nicht kennt, wie man mit dem normalen Go Plus auch ohne Umlöten, ohne technische Kenntnisse und wie man schnell und einfach einen Auto-Catch-Modus beim Go Plus bewirken kann. Auf die Idee kam ich, weil der Nachtmare in der No-Gym-Gruppe hier geschrieben hatte, dass er seinen Klicker verloren hat. Und übrigens wurde bei den Klickern etwas an der Hardware verändert, sodass der Umbau auf Auto-Catch nicht mehr funktioniert. Ihr seht alt, rechts, wie das aussah, und das neue würde jetzt links so aussehen. Ihr könnt es also nicht mehr auf Auto-Catch umbauen. Und ich ihm dann auch gesagt habe, dass ich das mit dem Umbauen sowieso richtig dumm finde, wenn man auch viel einfacher Auto catchen kann, ohne jegliches Wissen und Geschick, habe ihm das gezeigt mit dem Überzieher. Überziehen tut man nur vorm Geschlechtsverkehr. Und habt ihr sowas schon mal gesehen? So eine Kappe aus Kunststoff, PVC, wie auch immer, habe ich ihm gezeigt. Hat er noch gar nicht gekannt. Kann man auch rumdrehen, kann man daneben legen. Funktioniert das? Habe ich ihm noch ein bisschen was dazu gesagt. Denn ich habe meine eigene persönliche, da steht auch Ivar Scharf drauf. Grüße gehen raus an Xtrem natürlich, der das gebastelt hat. Und dazu möchte ich natürlich jetzt noch was sagen. Von mir auch richtig genial. Morgens zur Arbeit ein paar Bälle, ohne direkten Vibrator in der Hose zu haben, ist doch nett. Da ja der Umbau vom Go Plus auch bewirkt hat, dass das gar nicht mehr vibriert hat und einfach so leise gelaufen ist. Jetzt geht das nicht mehr. Und viele fanden das auch cool, dass das eben nicht mehr vibriert. Bam! Die Aufnahme hier stoppe ich jetzt erstmal, werde hier vielleicht ein bisschen Gameplay nebenbei einblenden und nochmal zur ganzen Geschichte. Also ich habe mich damals schlau gemacht, habe mich mal umgeschaut bei eBay oder Amazon oder wo das war und habe eine Kunststoffhülle für das Go Plus gefunden, hat damals glaube ich 5 Euro gekostet mit kostenlosem Versand. Ihr hattet da alle möglichen Farben zur Auswahl, konntet euch die bestellen, die war richtig genial, die sah dann im Endeffekt also so aus. Ich muss das mal hier vor mich halten, dass man das sieht. So sah die ungefähr aus. Die hat hier eine Seide. Da ist eine Aussparung, dass ihr das immer am Go Plus tragen könnt, ohne dass es den Knopf drückt. Und wenn ihr es rumdreht und andersrum drauf macht, dass dieses Teil einfach immer auf den Knopf drückt, dass wenn ihr unterwegs seid, ihr wirklich automatisch fangt und automatisch dreht, ohne irgendwas zu machen. Der Xtrem, der nette Herr, der auch die Map für Hildburghausen entworfen hat und ein sehr technikversierter Dude ist, also dem haben wir immer viel zu verdanken, hat sich damals hingesetzt und gesagt, ihr braucht euch doch nicht solche komischen Hüllen da kaufen, ich hab doch meinen 3D-Drucker, ich mach selber Hüllen. Die sahen dann aber so aus, also das ist sozusagen die Hartz IV Edition von den Leuten, die keine 5 Euro haben und sich da was kaufen konnten. Die haben sich dann so eine Hülle bestellt bei ihm. Gab es dann auch in verschiedenen Farben hier, konntet ihr euch auch umhängen. Ich kann euch das gleich mal andersrum noch zeigen. So, hier erstmal mein Tisch. Hier seht ihr immer die Bierdeckel, die ich von meinem Bier-Adventskalender sammle und mein Bier-Tasting-Glas. Hier noch ein paar gerippte Armbänder.
einmal blau, dreimal rot, dreimal gelb. Und so sieht es also aus. Das sind die Kappen für das Go Plus zum Überziehen. Hat eigentlich dieselbe Funktion. Ihr könnt es, nee, so rum könnt ihr es aber gar nicht dran machen. Ihr müsst es dann unten dran machen oder irgendwie oder wo. Das tut ihr auf jeden Fall oben aufsetzen, damit das auf das Go Plus drauf drückt. Das zeigen wir euch jetzt trotzdem nochmal kurz. Hätte ich ja gleich machen können. Wenn ihr das Go Plus also bedienen wollt, könnt ihr diese Kappe nehmen, könnt sie hier oben aufsetzen und dann drückt genau dieser Balken auf den Knopf vom Go Plus. Das ist jetzt alles ein bisschen locker, weil hier die Seite schon eingerissen ist, ist leider kaputt, denn das ist alles sehr dünn gewesen, nicht stabil, hat auch nicht lange gehalten. Er hat auch gesagt, was macht ihr denn mit euren Dingern immer, dass sie kaputt gehen? Aber ich habe den grünen, den habe ich schon kaputt gemacht hier, der sieht man, ist ja alles eingerissen, kann man gar nicht mehr fest dran machen. Dann habe ich den hier, das ist auch abgebrochen, auch alles, naja, hält halt nichts aus. Den habe ich versucht, ein bisschen zusammenzukleben, dass der noch hält und Druck hat. Hat aber auch nicht funktioniert. Aber es gab natürlich bei eBay welche, die viel besser waren und viel stabiler. Und er hat es hinbekommen, genau dieses Modell nachzumachen mit seinem 3D-Drucker. Das sieht dann so aus. Ihr seht deutlich den Unterschied. Schon alleine, weil man das eben unten dran macht ans Go Plus. Das sitzt unten statt oben, hat dieselbe Funktion, sieht aber besser aus. Ihr könnt das auch tragen. Wenn ihr das Go Plus rumzerrt, könnt ihr das einfach so draufstecken, könnt das trotzdem euch an die Hose knallen, könnt das umhängen, könnt das wie auch immer, könnt ihr rumtragen so, mit euch führen. Ich hatte eins in Gelb, das habe ich mittlerweile Pupsi gegeben und der Xtreme hat das für mich angefertigt als Modell, um zu gucken, ob er das hinkriegt. Hat das Programm gefunden, hat das in seinen 3D-Drucker eingegeben und hat genau ein solche Kappe für mich angefertigt, wo auch mein Name drin steht, mein Accountname, Ivar Scharf. Wenn ihr also Leute kennt mit einem 3D-Drucker, dann könnt ihr euch theoretisch auch so eine Kappe anfertigen lassen. Die ist nämlich richtig genial. Wie gesagt, die könnt ihr so immer mitführen am Go Plus, dass sie nicht verloren geht. Und wenn ihr die nutzen wollt, müsst ihr das einfach rumdrehen. Junge, geh raus! Dann dreht ihr das einfach rum. Und wenn ihr das so aufzieht, dann drückt das genau hier mit dem Knopf auf das Go Plus drauf. Jetzt, weil es gerade keine Funktion hat, versucht es natürlich, das Go Plus zu resetten. Ihr müsst das also machen, wenn ihr das Go Plus aktiviert und verbindet und in der Nähe ist ein Pokémon oder Stop, sobald das vibriert, zieht ihr die Kappe auf, dass die Kappe das erste Mal drückt für das Drehen oder das Fangen und dann aktiv drauf bleibt, dass sobald das nächste kommt, auch automatisch gedrückt und gefangen wird. Wenn ihr jetzt in dem Zustand das draufzieht und es drückt, versucht es zu resetten. Also, das ist natürlich die Funktion. Sobald was da ist, draufziehen und drauf lassen, dann fängt das für euch immer automatisch weiter. Es dreht für euch automatisch weiter. Und das ist richtig genial. Das ist schön stabil. Ihr seht, da ist nichts eingerissen, obwohl Pupsi hat es hinbekommen, meine gelbe Hülle auch schon kaputt zu machen. Da ist auch schon ein Riss drin. Ich finde es auf jeden Fall genial. Schwarz, Ivar Scharf drauf, 5 Euro gespart. Wer jetzt keine Möglichkeit hat, sich sowas zu drucken oder niemanden kennt, der einen 3D-Drucker hat, denn Programme, diese Programmabläufe, die kann man sicherlich weitergeben, weiterschicken, dass das jeder für zu Hause machen kann. Wer da keine Möglichkeit hat, kann sich trotzdem auch so eine Kappe bei eBay oder Amazon bestellen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich gucke dann mal blind nochmal Screenshots ein, wenn ich finde, wie die heißen, was man da sagt. Pokémon Go Plus Überzieher oder Kappe einfach nur. Das ist auf jeden Fall die beste Alternative, damit ihr nichts an dem Go Plus verändern müsst. Ihr müsst das nicht aufmachen, ihr müsst das nicht umbauen, ihr müsst das nicht verlöten, ihr müsst da keinen Schnickschnack machen. Ihr gönnt euch einfach so eine schöne Kappe, die sieht gut aus, die könnt ihr in allen möglichen Farben anfertigen. Vielleicht kriegt ihr es hin, wenn es jemand macht, dass ihr euren Namen auch draufschreiben lassen könnt. Dann ist aus natürlich hier für solche Sachen, das war nett gedacht, aber ist halt nicht so stabil gewesen, obwohl das natürlich auch irgendwo lustig aussieht. Vielleicht könnt ihr auch beides nehmen. Ihr nehmt das oben und das unten und dann sieht es richtig komisch aus. Ja, das passt nicht zusammen. Hey, mein Go Plus, Bruder, guck, für den Winter angerichtet, hat eine Mütze auf und einen Mandel. Oh, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Das ist auf jeden Fall mein Beitrag dazu. Hat mich gewundert, dass der Nachtmare das nicht kennt. Der ist nämlich ein sehr aktiver Spieler. Ja, Bruder, beruhig dich.
So. Das hat mich, wie gesagt, gewundert, dass der Nachtmare das nicht kennt. Der ist nämlich so ein aktiver Spieler, dass ja auch der Dude, der den No-Gym-Account gewonnen hat, den Level-40er-Account ohne Team. Und ja, der hat schon etliche Accounts auf Level 40 gebracht, wusste aber nicht, dass es sowas gibt, dass man das da drüber stecken kann, dass man dann automatisch catchen kann. Der hat also immer wahrscheinlich umgebaute Go-Plus-Sachen verwendet. Aber wer da keine Ahnung hat, greift lieber hier drauf zu, guckt bei eBay, guckt bei Amazon, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt, wie ihr das macht. Habt ihr ein Gotcha? Habt ihr so ein neues Go Plus? Habt ihr ein umgebautes Go Plus? Oder kanntet ihr diese Kappen schon? Habt ihr die benutzt bisher? Und habt ihr euch sogar vielleicht welche selber gemacht? Jeder, der eine Kappe selbst gemacht hat, schreibt es mal in die Kommentare, ne? Dann verlose ich vielleicht so eine kaputte und schickt die euch als Andenken. Nicht Spaß, das ist Quatsch. Wer will sowas schon haben? Außer ihr wollt die unbedingt. Dann schicke ich die jemanden und dann könnt ihr euch das in den Schrank stellen. So, das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Also ihr seht, manchmal gibt es Lösungen für Sachen, die viel einfacher sind, aber halt kosten. Und ich glaube, so Löten und Ummachen und Dings ist auch nicht kostenlos. Wer hat schon einen Lötapparat zu Hause? Ich nicht. Bevor ihr einen kennt, der einen Lötapparat hat, der hat bestimmt auch einen 3D-Drucker und der macht es euch dann kostenlos. Also ihr wisst Bescheid, einen Kasten Bier hingestellt, dann läuft das schon. Das war es aber von meiner Seite aus. Schreibt mal rein, was ihr davon kennt, was ihr davon habt, ob ihr das schon kanntet oder ob ihr das mal ausprobiert, euch auch sowas gönnt. Ist auf jeden Fall sehr nützlich. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.